Neues Video, neues Glück, oder? Der Anfang. Wir sind relativ in einen modernisierten Vallo Alpina Bunker eingestiegen, ist echt süß. Ja, es ist heftig. Ja. Es gibt sogar ein paar Fragmente noch von Comics, von italienischen. Stimmt. Aber er ist super beieinander. Auch mit dem Mikrosoversorgung, ja, auch mit dem Warmwasser. Und die Bonzen sind ja komplett neu, oder? Ja, nein. Also die Zorn habe ich jetzt echt selten gesehen in den 12 Stunden. Diese Wirkung, wir sind gestern eingebaut, oder? Ja. Jetzt kennt ihr ja unsere Videos und da schauen die Bonzen schon komplett anders aus. Und die Gang hat noch geschaut. Ja. Sogar die Frischluftzufuhr funktioniert noch. Wow. Sehr interessant. Crazy, das ist echt irre. Sehr interessant, ja, jetzt kann man da echt coole Bilder machen, wenn man sich mit dem Licht ein bisschen spielt. Oh. Ja, das weiß ich nicht klar, weil das wäre nur ein Dings, aber auch interessant, dass du alles noch gehört, ja. Ja. Ja, diese ganzen Anlagen sind eigentlich in der Nähe von der ganzen Feste, da gibt es einen riesigen Bunker zum Besichtigen mit zig Stufen. Und die sind ja was frei zugänglich von mir. Wenn man reicher geht, das mit dem Kopf. Ja, schau gar nicht, wie das passt. Krass, das Licht ist noch drin. Heftig. Kriegst du mich? Boah, ja, das ist ja richtig. Wie nein? Crazy, crazy, crazy. Wow. Ja, und du hast das gleiche, das ist mein Handy. Fühl mich noch. Leuchte dir noch. Guckst du nein, ich gehe nicht rein, ich leuchte noch. Nein. Leuchte mal noch. Ja, so also, schaust du aus. Ich kann die gut machen. Leuchte ein bisschen länger zu mir. Maschinengewehranschluss, genau. Und oben halt für die Gasmaskenanschluss. Nein, ist nicht. Das ist echt, das ist wirklich klar. Also, wir haben den Bunker jetzt durch. Ja. Du hast noch Sicherungskosten. Brauchwasser. Achso, Brauchwasser. Wow. Absolut irre. Du warst ja, schaulos. Das ist eben schaulos, aber das geht bei der einen ist offen, aber es geht das Glas nicht mehr auf, schon. Da ist okay, offen, aber es geht das Glas nicht mehr auf. Crazy. Der geht auch noch. Hallo. War irre. Das habe ich echt auch noch nie gesehen und da ist jetzt komplette Stromanschlüsse noch. Ja, die ganze Schaltungskosten da. Schaltungskosten. Wow, schaut's mal. Crazy. Hat's ja geschafft. Mhm. Wow. Total was. Nein. Ja, hat's leider nicht geschafft. Also ich mal auf hier aussehen. Wow. Vom Bunker. Ja. Wieder direkt im Franzenfeste, im kleinen Ort. Relativ unentdeckt, aber wirklich eine Traumgegend da. Unzählige Lost Places. Ich war jetzt gar nicht so vorbereitet und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mein GPS-Track nicht mitgehabt von den Anlagen und die findest du niemand, never ever. Weil so. Der Fels ist so gut und die Anlagen sind so gut gebaut, also chancenlos. Ja, immer versteckt. Also immer von versteckt. Oben siehst du es eigentlich raus, weiß ich nicht. Egal, gut genau. War die auf jeden Fall. Ja. Was auch sehr gut ist, jedoch nur mit Führung, ist müsst ihr mal Franzenfeste Eiche. Und da vorne ist Franzenfeste die Talsperre beim See quasi. Dann ist da die Autobahn und da hinten ist die Franzenfeste, diese Hochstellung. Und die ist verbunden worden durch eine Treppe vom Vallo Alpino. Da hat es im Jahre 2005 von Red Bull ein Downhill-Rennen gegeben, durch die Vallo Alpino Bunker krass, durch. Krass. Und war richtig coole Sache. Ein Downhill-Rennen in einem Bunker. Richtig crazy. Wow.
und geht leider nur mit Führung, also da brauchst du Führung, aber dann muss die Treppen auf oder man geht am Waldweg zurück, weil ich hab das gemacht und die Treppen hoch gehen, dann bist du fertig. Also bisschen besser. Du gehst so viele Treppen, das ist irre. Mhm. Und genau, also links beim Wald von der Pflanzenfeste da drüben war der Bunker, wo wir jetzt drinnen waren, also Vollgas versteckt, aber genau gegenüber. Genau. Da sind noch zwei große Anlagen, aber mit der Bekleidung, was wir jetzt haben. Bikeschuhe und so. Nicht vorbereitet. Zeitlich habe ich nicht gemeint, dass es ausgeht und ja, ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall cool war es. Und ein paar Lost Places kommen auf jeden Fall noch. Mhm. Also der Gegend. In diesem Sinne, dabei bleiben. Macht es gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.